ist unser bestes Stück. Hallo und die Kulte drum. Mit so einem Bootmann zu fahren bringt Glück. Hallo und die Kulte drum. Und wenn er dann spielt auf dem Schifferklavier, stürzt alles am Deck und dann singen wir. Ajo, 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 ajo und die Kulle mit Rum. Ajo, 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 ajo und die Kulle mit Rum. Und fährt unser Schiff in den Hafen ein. Ajo. Dann schreibt uns der Bootsmann den Urlaubschein. Ajo und die Kullen mit Rum. Sein Mädel, sein Liebes, das steht an der Pier. Oh Heini, ich wart ja so lang schon auf dir. Ajo, 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 ajo und die Kullen mit Rum. Ajo, ajo. Also der erste Anfang ist gemacht, das Publikum ist auf eurer Seite. Du wolltest auch weiterreden. Also Schendiko, Bremen, Marndorf sind hier und wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Und ich merke schon, ihr bringt dieses Zelt zum Kochen. Bis um 16:45 nehme ich an, ist hier kein Auge trocken. Ich gebe jetzt weiter an. Ajo, 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 ajo. Hajo. Hajo ist ein anderer. Da kommen wir aber später nochmal drauf zurück. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja, der Schendiko aus Bremen-Mahndorf hat sich schon musikalisch vorgestellt und er hat auch schon gesagt, dass die Bremer Jungs die Besten der Welt sind. Das weiß ja fast jeder. Nein! Stimmt das nicht? Ne? Ja, und die Bremer Dance natürlich auch. Aber hier bei euch seid ihr natürlich die Könige, habe ich gerade gehört. Ja, wir haben weit gefahrene Seeleute mitgebracht und wir haben Leute, die nicht nur dummes Zeug erzählen, nein, die sind so schlau, die können das anderen sogar beibringen und unser Walter, der ist so schlau, dass er sogar Unterricht geben kann und unser Walter jetzt mit dem Hafenunterricht. Viele Leute in Binnenlande kennen unseren Hafen nicht. Deshalb gebe ich musikalisch heute mal Hafenunterricht. Wasser ist der Hauptbestandteil und das ist auch nicht verkehrt. Wasser hat sich für die Schiffer immerhin ganz gut bewährt. Ja! Schiff man bauen auf der sogenannten Werft, wirft man meist das alte weg und hat die Nabula bewerft. Soll ein Schiff gedoktert werden, liegt man es im Dock zur Ruhe, liegt das Dock weit von der Kneipe, sagt man trocken Dock dazu. Schiffe mit Motor, die kauft man nur per Kasse bar.
deshalb nennt man sie Barkasse. Das ist doch wohl jedem klar. Fährt ein Schiff, was oft passiert, ein Frauenverein nach Helgoland, nennt man so ein Schiff Schraubendampfer. Das ist weit und breit bekannt. Ja. Denkt ihr, woher weiß der alles, was er hier erzählt? Ja, ich soll mal Captain werden, da hat gar nicht viel gefehlt. Hab das Studium aufgegeben, denn ein Haken ist dabei. Da muss man Sextanten kennen, leider hab ich doch nur zwei. Die ganze Zeit den Rücken zukehrt, das ist unser musikalischer Leiter Slava Kravets und wir danken ihm. Vielen Dank, Slava, dafür.